Ein herzliches Willkommen und Hallo. Willkommen zu einer neuen Runde 100er Folge 101. Wer hätte das gedacht? Wo die Tage ein anderer sehr berühmter Let's Player so sich um die Folge 1000 herumschummelt. Machen wir einfach mal mit Folge 101 weiter. Ich hoffe, die Folge 100, ein Zusammenschnitt der letzten 100 Folgen, hat gefallen. Man hätte noch sehr viel mehr draus machen können und so, aber in der Mangelung von Zeit und so war das schon das Coolste, was ich daraus machen konnte. Jetzt laufe ich wieder nur blöd im Kreis. Und die Frage ist jetzt natürlich, zum einen, welche Musik hören wir? Wir hören Tunguska Electronic Music Society mit dem Album Tunguska Chill Out Grooves Volume 1. Und zum anderen ist die Frage, warum stehe ich bei den Katzen rum? Weil ich habe doch jetzt, da hinten sind sie. Da hinten sind sie. Och, sind sie nicht niedlich? Hallo, Hundis. Hundis. Das ist die zweite Frage. Nein, eigentlich ist die Frage, was wir denn eigentlich machen wollen. Und ich bin mir da noch unschlüssig. Aber ich würde mal sagen, da ich jetzt ja schon viel Zeit wieder verplempert habe hier mit rumstehen. Und da die Sonne schon wieder am Horizont ist, könnten wir doch jetzt erstmal unser Environment, Inventory, was auch immer, aufräumen. Und ich hoffe, die Framerate ist jetzt etwas stabiler. Ich habe ein bisschen was geändert. Ich habe nämlich herausgefunden, was Minecraft so tut auf die Festplatte und so. Das Minecraft ist echt eine Ressourcensau. Also IO-Hölle ohne Ende. Muss ich auf dem Server auch mal diese Erkenntnisse umsetzen. Und die... Hallo? Ist das jetzt die neue Steuerung? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Früher war doch Shift drücken und drauf drücken, so geht ins Inventory. Ist denn das nicht mehr so? Ist das geändert? Jetzt muss ich glatt mal meine Einstellung gucken. Also wir kommen live zu Einstellungen. Left Shift schleichen. Left Shift. Tja. Keine Ahnung. Ist das jetzt neu? Warum ist denn das jetzt... Warum hat das gar keinen Effekt mehr? Caps Lock habe ich auch nicht an. Warum haben sie mir das weggenommen? Ihr Schweine! Ach! Shift und... Oh mein Gott, Shift und Rechtsklick ist das jetzt. Ich hasse Umstellungen. Vor allem in Bedienungen. Das ist doch echt zum Kotzen. Gut, ich habe hier noch jede Menge Scheiße, die ich wegsortieren muss. Und dann ist bestimmt auch schon wieder Nacht. Und dann können wir mal losgehen, wenn wieder Tag ist. Und zwar will ich eine neue Region erschließen. Ich tue jetzt einfach mal nicht so, als hätte ich die Karte reset und fange da neu an, sondern ich fange da einfach nur neu an, indem ich da hingehe. Und da ist nichts. Wir müssen dann auch ein neues Lagerhaus. Also wir machen alles neu. Alles neu. Weil hier an dem Punkt hier haben wir uns ja schon satt gesehen. Eigentlich unter Umständen. Und das habe ich schon wieder gemacht. Ach so. Jetzt klappt das auch nicht mehr. Hä? Warum packst du die da nicht einfach mehr rein? Also irgendwie, entweder ist meine Tastatur kaputt oder ich weiß auch nicht. Es ist mir nicht ganz eingängig, was hier gerade Phase ist. Ne? Phase. Er hat Phase gesagt. Ey, das ist doch... Ich glaube wirklich, meine Taste ist kaputt. Habe ich irgendwo Spinnenaugen? Stimmt, habe ich irgendwo Spinnenaugen. Mein Gott, habe ich schon lange mehr gespielt. Da unten sind sie nicht. Aber so können wir die Zeit bis zur Nacht doch ganz gut überbrücken. Ich gucke einfach mal durch alle Kisten durch und stelle fest, ich habe keine Ahnung, wo ich die Spinnenaugen ablegen soll. Ach doch, da. Meine Shift-Taste ist kaputt.
Ich brauche echt eine neue Tastatur. Hallo. So, mal ein bisschen lockern. Meine Shift-Taste ist kaputt. Oder mein kleiner Finger ist kaputt. Wahlweise auch das. So. Hey, sie funktioniert wieder. So, das Bettchen nehmen wir mal mit. Bettchen ist immer gut. Ein Kompass nehmen wir auch mit. Fackel nehmen wir auch mit. Und sonst, was wir hier so bei haben, passt ja auch. Ich würde ja gerne was enchanten, aber irgendwie bin ich ziemlich tot. Deswegen sehen wir mal davon ab, etwas zu enchanten. Und, es dämmert. Habe ich doch gesagt. Bis wir fertig sind, ist schon wieder Nacht. Und wir sind ja voll ausgestattet. Das heißt, wir können dann erstmal unseren Weg antreten, dahin, wo wir ihn antreten wollen. Und wir können auch schlafen. Hallo Katze. Ja, und dann ist mir noch was Interessantes aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das ein Feature oder ein Bug ist. Die Karten rendern sich neu, wenn man ins Spiel wieder reingeht. Mhm. Ergo bleiben sie immer aktuell, auch wenn sie an der Wand hängen. Weil das irgendwie so ist, wie wenn man sie in der Hand halten würde. Ich habe den Sinn und Zweck dieser Übung zwar nicht so ganz durchblickt, aber es ist aktuell so. Und ja, ich weiß, auch hier gäbe es noch viel zu tun. Ich habe viel angekündigt, dass ich viel machen werde und so weiter. Aber im Endeffekt sind wir jetzt in Folge 101 und deswegen ist alles neu. Und die erste Folge haben wir quasi mit Kisten sortieren verbracht. Und eine Höhle ist in der Nähe. Da wollen wir doch sofort rein und sie erkunden. Nein, wir wollen zu den wirklichen Gefilden. Und zwar habe ich nämlich was ganz Cooles entdeckt. Das hatte ich in der Folge 99 oder so. Also in der Staffel 97 bis 99, die letzten drei Folgen, da hatte ich das irgendwann erwähnt, dass ich schon mal aufnehmen wollte und dann das Minecraft einfach mittendrin abgekackt. Passiert ja leider auch manchmal. Und jetzt bin ich falsch gelaufen. Auf jeden Fall bei diesem Abkacken, als Minecraft dann zu Ende ging, nachdem ich tot war und so weiter, war ich vorhin in ein Gebiet gelangt, weil ich dachte ja die ganze Zeit... Au. Oh. Ja, sehr schön. Ich dachte ja die ganze Zeit hier hinter diesem elendig langen Biom, was ja gar nicht so lang ist eigentlich, aber na gut. Man könnte ja sonst nichts... Jedenfalls hier hinter gäbe es dann nichts mehr, außer einen Ozean. War so die Idee, dass hier hinten... Oh, mal was essen. Achso, ja, übrigens, das ist auch neu, ne? Wenn man so läuft und eine Taste drückt, bleibt das Ding einfach stehen. Oder war es schon immer so? Ich habe da irgendwie das kompensiert. Ich bin da echt, also... Oder meine Tastatur spinnt an dieser Stelle auch schon wieder. Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall, diese Ebene hier kennen ja alle... Das kennen wir ja, das haben wir auch gesehen. Und hier sind Wölkchen und da oben sind noch mehr Wölkchen. Und überhaupt ist das alles schnuffig hier. Jedenfalls dachte ich, hinter dieser Ebene hier ist ein Ozean. Also hinter dem Wald? Ach, keine Ahnung. Ich bin hier irgendwie nie lang gegangen, weil ich dachte, hier wäre ein Ozean. Bestimmt habe ich das irgendwann mal in Folge 23 oder so schon entdeckt gehabt, dass hier keiner ist. Aber ich war echt davon überzeugt, hier wäre ein Ozean hinter. Aber ist gar nicht. Mhm. Ja. Was es sonst noch geben wird, vielleicht demnächst mal. Mal gucken, wie wir so klarkommen. Ich hätte gerne auch eine Karte von der Karte hier. Und dafür hatte ich ja früher mal ein anderes Programm verwendet, als das jetzt auf dem Server verwendete Live-Map-Tool. Und, sieht irgendwie ein bisschen ruckelig bei mir aus. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall schaffen wir es konstant 30 Frames in die Datei zu schreiben. Das ist schon mal gut. Und wir sind ja auch jetzt ein Weilchen unterwegs. So, und irgendwie unter irgendwelchen... Also ich weiß nicht warum, aber das hier habe ich für einen Ozean gehalten, glaube ich. Vielleicht ist da hinten irgendwo auch eine größere Wasserfläche noch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich nie in diese Richtung direkt gelaufen. Direkt gelaufen. Was ist der Timber-Mod fehlt noch. Wollte hier auch wieder draufpacken. Ich wollte so viel machen. Jetzt habe ich nur Optifine drauf. Und hier Simple Commands. Simple Player Commands. Dings da. SPC. So, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich dachte, hier wäre ein Ozean, ist mir Folgendes entgangen. Und wir hören immer noch Tuska Electronic Music Society mit dem Album Tuska Chill Out Grooves Volume 1. Und das werde ich mir jetzt mal angewöhnen, das bei jedem Track selber zu sagen.
Dann habe ich nämlich auch das Attribution richtig getan. So, Attribution, ne? Wisst ihr? So, sagen, Bescheid sagen und so. Jo. Genau, das ist mir dann nämlich vollkommen entgangen. Ich kleckte mal, ihr habt es jetzt schon im Augenwinkel sehen können. Aber gucken wir alle nicht hin. Wir gucken da nicht hin. Ah, ist das nicht schön hier? Episch. Auf jeden Fall dachte ich mir, hier könnte man ja was bauen. Und hier bauen wir auch was. Nö. Ne? Und da wir ja so ein höhlenliebendes Völkchen sind. Und es hier Hühner gibt. Bauen wir hier neu auf. Jetzt ist noch die Frage, wie man schnell von A nach B kommt. Aber auch diese Frage, so munkelt die Community, ist bald beantwortet. Weil mit Minecraft 1.6 passiert es. Endlich passiert es. Es wird Pferde geben und das in Standard Vanilla Minecraft. Ohne Mo Creatures und den ganzen Scheiß. Ist das nicht toll, es wird Pferde geben. Also Mounts für die, die andere Programme mehr mögen als Minecraft. Mounts kommen dazu. So, und jetzt müssen wir hier wieder runter von diesem Berg. Gehen wir da lang runter. So, in dieser Ebene angekommen, gehen wir gleich mal weiter. Ich muss mir nämlich noch einen hübschen Berg dafür aussuchen. Für unsere neue... Ach, ich sollte mal was essen. Für unsere neue Variante des Daseins oder so. Ah, hier gibt es auch eine Höhle. Da habe ich schon Kohle gesehen. Habe ich Kohle gesehen? Ich habe Kohle gesehen. Kohle nehmen wir mal mit. Das ist ja sonst nichts. Und ja, auch die guten Diamond Pickaxe mit Enchantments und so weiter liegen jetzt alle noch drüben, aber die brauchen wir später. Wir brauchen sowieso noch einiges. Wir müssen mehr Endermänner slayen, um eine Endertruhe zu bauen, um dann diese beiden Facilities, diese beiden Locations miteinander zu connecten. Das müssen wir halt tun. Da unten habe ich schon die nächsten Ressourcen gesehen, aber ist mir auch egal. Auf jeden Fall nehme ich hier die Kohle schon mal mit. Zum einen bringt es ja Erfahrungspunkte, was schon mal nicht schlecht ist, aber vor allem bringt es halt Kohle, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Weil Kohle werden wir jetzt viel brauchen. Weil ich möchte nicht gleich wieder zurückgehen. Also ich mache jetzt so ein... Ach, keine Ahnung. Neustart, Delight. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, was ich hier tue. Also es wird so eine Art Neustart sein. Wir fangen jetzt hier wirklich neu an und werden auch nur im äußersten Notfall nochmal rüberlatschen. Und eigentlich ist das Ziel hier dann wirklich... Oh, hübsch. Hier dann wirklich... Yep, das ist gut. Auch zu bleiben ein bisschen. Diese Höhle war jetzt auch schon mal nicht schlecht. Sand hätten wir hier auch. Und da oben ist ein schöner Gipfel. Jetzt gucken wir mal hier lang, weil hier gab es auch noch eine Schlucht. Und eigentlich wollte ich in die Nähe dieser Schlucht gehen. Weil eine Schlucht heißt immer Ressourcen und heißt auch epische Aufnahmen und Drahtseilakte am Rande des Abgrunds. Au. Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht. Schwimm wieder hoch, schwimm wieder hoch, schwimm wieder hoch. Schwimme! Verdammt! Schwimme! Können wir hier schon mal einen Baum pflanzen? Zack. Dass der jetzt immer stehen bleibt, wenn man was gemacht hat. Ich muss nochmal nachgucken, wo das herkommt. Vielleicht weiß das ja einer von euch, dann kann er es mir gleich mal in die Kommentare hauen. Da brauche ich selber nicht googeln. Also wenn ihr für mich googelt, ist mir das sowieso immer am liebsten. Oh, ist das hier nicht cool? Aber ich habe immer noch nicht diese Schlucht gefunden, die ich beim letzten Mal gefunden hatte. Auf jeden Fall gibt es hier noch Kühe. Das heißt, wir können auch eine Farm wieder neu bauen und so. Also wir können alles Mögliche tun. Ah, und hier ist gleich das nächste Biom. Tja, und auch an dieser Stelle sei wieder erwähnt, wir hören Tunguska Electronic Music Society mit dem Album Tunguska. Tunguska. Chill Out Grooves Volume 1. Ja, sei nur kurz erwähnt.